Hi Kids, wir sind hier im Red Bull Office in Tokio und jetzt geht es dann gerade los mit der grossen Auslosungsnacht für das Weltfinale vom Red Bull Freestyle. Wir sind natürlich nicht alleine da, es hat starke Konkurrenten aus der ganzen Welt da. Es sind 18 verschiedene DJs da aus 18 verschiedenen Ländern. Hi everyone, I'm DJ Byte, I'm representing Chile. Y les quiero decir a todos que estoy muy contento de estar en Tokio. Esta ciudad es increíble y este es el mejor freestyle en el que he estado. Scheiße. Yeah man, this is Bombo Selector, represent Bangkok, Thailand. Hello, I'm Charlie Hustle from Canada. I love Canada and I love the Switzerland people. They're great. So is Canada. Quero provar que os DJs brasileiros também representam e as DJs mulheres também representam. Hello, my name is DJ Ride. I come from Portugal. Ich repräsentiere Deutschland beim Red Bull Freestyle hier in Tokio. Hey, it's Carlo Tendido from the Philippines. I'm here to compete in the Red Bull Freestyle World Competition. Let's go! Ich bin Shum Karnarch, ich bin Shqiptar. Do të bëjt qmosin që qëkojnë finale. E kush e din, nështë alle me fitu. Yo! Holding it down for America, baby! Let's go! DJ Wes, repräsentiert die Schweiz. Ici Sebien! Es geht jetzt gerade los mit der Auslosung. Bevor es losgeht, Wes, wie sieht es, was sind so deine Präferenzen? Welchen Tag wirst du wählen, wenn du jetzt verdammt früh darfst bestimmen? Ja, ich denke, ich würde auch ins Harlem gehen, Mittwoch oder so, denke ich. Also nicht gerade der erste und auch nicht gerade der letzte Tag? Ja, so in dem Stil, ja. Aber ja, nachdem jetzt, wie ich gezogen werde oder so, mal schauen. Bazooka, was hast du für Tipps für Wiz? Was macht Sinn, an welchem Tag sich zuzuhören? Ich würde auch sagen, das Harlem ist eine gute Wahl, weil das ist so ein bisschen der Hip-Hop-Club. So. Vom Thema her passt es, glaube ich, gut. Ja. Und sonst, welchen DJs aus dem Weg gehen? Keinem aus dem Weg gehen, alle drei. Die Auslosungsnacht ist vorbei. Es war recht speziell gewesen, weil du bist als allererst hast du wählen, an welchem Tag und an welcher Position du spielen darfst. Für was hast du dich entschieden und warum? Also ich habe mich für den Donnerstag im Club Harlem entschieden. Und ich habe mir das eigentlich schon letzte Woche fixiert im Kopf, dass ich das dort will, wenn ich die Wahl habe. Du hast das können selber bestimmen, wer dir aber nachher zugelost worden ist, ist natürlich nicht in deiner Hand gelegen. Es haben sich vor allem ein ziemlich starker Gegner sich für die da, sogar zwei würde ich sagen. Du hast, was sind deine Gegner? Sag es bitte noch kurz. Also von den Philippinen der Carlos Atendido, der schon mehrmals auch Freestyle-Final war. Letztes Jahr ist er Dritter geworden, wirklich ein starker Gegner. Nachher haben wir den Gastgeber Japan, der DJ B-Ball, der natürlich auch mit Heimpublikum hier gepusht wird und alles zusammen. Und der Vasi von Polen, der DMC-Champion ist 2014. Also es sind hochkarätige Gegner, kann man sagen. Ja.